Also beim Projekt Die Straße der Sieger fasziniert es mich, dass so viele Leute an einer Sache glauben und sagen, okay, wir unterstützen einen Sportler und wollen den auf seinem Weg bis nach ganz oben, wie bei der Skulptur auch, dass wir dem zur Seite stehen und dass ich da ein Teil auch von dem großen Ganzen sein kann und meinen Beitrag, wie viele andere auch im Hintergrund, leisten kann, ist für mich eine ganz große Ehre und macht mich sehr stolz. Wann ist man erfolgreich? Ich muss das mit einer Gegenfrage beantworten. Das kann man für sich selber bestimmen, wann man erfolgreich ist. Oder es können auch andere Leute definieren, dass man sagt, boah, schau, was der schon alles geschafft hat, der ist ja super erfolgreich. Ich glaube, das ist sehr wichtig in dem Aspekt, einfach weil man dann was bewirkt in der Gesellschaft, dass man Einfluss vielleicht mit dem, was man selber macht, sei es jetzt ein Sport, Kunst oder auch andere Sachen, andere Menschen zu was bewegt oder auch zu motiviert. Und für mich, glaube ich, habe ich so die Frage beantworten können. Für mich ist Erfolg, dass ich über meine eigenen Grenzen rausgehe und aber auch im besten Fall vielleicht andere nur zu was bereichern kann. Ich bin seit 2014 im Remsport dabei und habe währenddessen auch schon die ein oder andere Medaille entgegennehmen dürfen. Ganz ehrlich gefallen, damit die 5 Juniorenweltmeistertitel, aber auch sicher die nationalen Erfolge, wie die 25 Stoßmeistertitel oder die 5 österreichischen Rekorde über 100 bis 1500 Meter, freiem Jahrdurchgang. Der größte Antrieb ist sicherlich einmal die intrinsische Motivation, einfach jedes Training das Beste rauszuholen und jeden Tag einfach besser zu werden. Ja, sicher, der Spaß an der Bewegung, die Freude, ohne frei geht es natürlich nicht. Und irgendwann möchte ich dann einmal, dort wo der Thomas Geisbichler vor einigen Jahren einmal gestanden hat, einmal bei den Paralympischen Spielen eine Goldmedaille gewinnen. Die Förderung der österreichischen Sporthilfe bedeutet für mich sehr viel. Es ist eine große finanzielle Unterstützung. Das Equipment, speziell im Rennrodelsport, ist eigentlich sündhaft teuer. Und da kommt mir jeder Euro, den ich so über die Förderprogramme kriege, sehr entgegen. Eine sportliche Legende ist für mich jemand, der zum einen mit seinen sportlichen Erfolgen überzeugen kann, aber auch die nötige Persönlichkeit dazu hat. Wenn man sich erinnert an Hermann Mayer oder auch Thomas Geisbichler oder auch Marcel Hirscher, die haben alle eine prägende Persönlichkeit, neben den sportlichen natürlich. Ich glaube, diese beiden Dinge sind sehr wichtig, um zu einer Legende zu werden. Ich persönlich freue mich total für den Hubert, dass er diesen Auftrag gekriegt hat, weil er einfach weiß, was es für ihn bedeutet. Und ich hoffe, dass er so sein Können der breiten Masse erzeugen kann. Ich finde die Umsetzung genial, muss ich ehrlich sagen, weil sie für mich genau das widerspiegelt, was ich auch lebe. Der Hubert hat eine irrsinnige Gabe dafür, dass er Dinge im Raum wahrnimmt, wie sie positioniert werden, wie sie sind oder was vielleicht benötigt wird. Aber nicht nur im Raum, sondern auch bei den Personen. Er hat ein irrsinniges Gespür für Menschen. Die Skulptur wird zukünftig Ausstellungspartnern überreicht werden, die die Sporthilfe und die Straße der Sieger unterstützen. Sie wird an Förderer, an Unterstützer übergeben werden, damit diese Unternehmen, diese Menschen einfach auch klar zeigen können, dass sie zum Sport und im Speziellen zum Behinderten- und Nachwuchssport stehen und dafür auch etwas tun.